Das heißt ja normalerweise, das Naturprodukt ist eigentlich nicht zu toppen, es ist durch nichts zu ersetzen. In dem Fall würde ich behaupten, ist es gelungen. Nasrasur ist ein traditionelles Segment und es sind relativ traditionelle Artikel. Und dennoch war es immer unser Anspruch und wird es auch immer sein, die Produkte ein Stück weit besser zu machen und ein Stück weit weiterzugehen und Innovationen dort reinzubringen, wo es geboten ist. Ausgangspunkt war eigentlich die Situation, dass es am Markt keinen Rasierpinsel aus synthetischen Fasern gab, der wirklich gut funktioniert hat, beziehungsweise es gab überhaupt keine Fasern, die direkt für diesen Anwendungsfall Rasierpinsel für die Nasrasur entwickelt worden sind. Und dann haben wir letzten Endes einen Partner gefunden, der so auf synthetische Fasern spezialisiert ist. Wir haben uns zusammengesetzt und das Projekt besprochen. Wir haben gesagt, wir wollen eine Faser entwickeln, die halt wirklich diesen Anforderungen des Rasierpinsels im vollsten Maße gerecht wird. Die eigentlich noch mehr kann als das, was es bisher gibt. Er ist sehr weich an den Spitzen, bietet aber trotzdem einen sehr, sehr guten Massageeffekt, erzeugt einen sehr schönen, stabilen, festen Schaum. Der Pinsel trocknet sehr schnell. Die Fasern sind sehr resistent, extrem resistent, zum einen gegen die normale Abnutzung und zum anderen auch gegen Seife und Schaum. Und er ist einfach sehr langlebig. Das ist es auf den Punkt gebracht. Im Grunde genommen braucht der synthetische Rasierpinsel genau die gleiche Aufmerksamkeit, gleiche Sorgfalt und Hingabe wie das Silberspitz-Dachshaar. Silbertip-Fiber wird in der Manufaktur gefertigt von Hand, von den gleichen Leuten, die auch die Dachshaarpinsel binden. Und bei dem synthetischen Pinsel ist es wirklich so, dass er eben nicht nur ein was besser kann, dass er hier und da einen Vorteil bietet, sondern er kann eigentlich, also ich sehe keine Nachteile, er kann eigentlich alles besser. Ich denke, das spiegelt so den Geist des Unternehmens wider, dass wir doch versuchen, die Produkte ständig zu verbessern, ja, und auch über so Konventionen versuchen, hinwegzugehen.